gefällt mir, dass es sehr abwechslungsreich ist und dass man auch relativ weit rumkommt. Dass man nicht nur in der Werkstatt ist, sondern auch draußen auf Baustellen. Wir montieren halt Brandschutztüren, Wintergärten, große Glasfläche, mal runde Sachen, Dachverglasungen. Meistens ist mit Metall und Glas. Wir arbeiten auch mit Edelstahl stellenweise. Da haben wir halt ein relativ großes Spektrum. Wemax, das kennen auch viele Leute in der Region und da können wir dann schon ganz stolz sagen, die ganze Außenfassade haben wir gemacht und innen drin auch fast alles. Ich persönlich gehe mehr Richtung Elektrik. Wir machen also Schiebetüren, Drehtürantriebe, Zutrittskontrollen. Das hätte ich mir früher nicht gedacht, als ich Metallbauer gelernt habe. Ich freue mich vor allem, hier viel zu lernen, da ich denke, dass man mir hier sehr viel beibringen kann und alles, was ich in der Fachhochschule lerne, hier auch sehr gut anwenden und umsetzen kann. Dieser Übergang vom Plan zum fertigen Bau, dass dieser Schritt am meisten Spaß machen wird, weil man dann das, was man monatelang erarbeitet hat, dann im Endeffekt sehen kann. Wir vervollständigen die Gebäudehülle, zumindest den transparenten Teil der Gebäudehülle und sind dadurch ganz großer Teil der architektonischen Gesamtleistung bzw. was das Gebäude nachher ausmacht, nach außen hin, was das Gebäude ausstrahlt. Die jüngeren Mitarbeiter lernen von der Älteren, aber haben selber auch ganz gute Ideen mittlerweile, wenn es um Problemlösungen geht, weil sie einfach voll in der Sache drinstecken und Spaß bei der Arbeit haben. Wir sind eine richtig tolle Truppe, von oben bis unten. Das passt einfach zusammen, man hat es immer sehr lustig und sehr angenehmes Arbeitsklima. Das ist hier echt klasse, weil man ist hier jetzt nicht der typische Lehrling, dass man sagt, Lehrling machen wir das, Lehrling holen wir das. Das kommt hier eigentlich gar nicht auf, sondern man wird hier echt akzeptiert.